jetzt ist die Luft rein. Kiss. Oh nein, ich habe Angst. Ich habe Angst vor dem, was ich gleich sehen werde. Der Grund, warum ich Angst habe, ist, dieses Video hat eine Altersbeschränkung. Warum? Bimselt er jetzt diese Puppe? Mein Sohn liebt eine Gummipuppe. Meine Eltern sind wirklich cool und die werden dich mögen, glaub mir. Warte mal, will er jetzt die Puppe seinen Eltern vorstellen? Will er nicht erstmal mit seinen Eltern reden, bevor er in Anführungsstrichen sie vorstellt? Also hält er es für eine gute Idee, da einfach mit ihr aufzutauchen, ohne vorher mit den Eltern zu reden und zu sagen so, yo, ich hab da so eine Art Vorliebe. Ich weiß, es klingt komisch, aber... Nee, er geht da straight up einfach hin, zusammen mit dieser Puppe. Ich bin mal gespannt, was die arbeiten, wie die aussieht. Ich bin total neugierig jetzt. Boah, ich hasse diese Frisur an Männern. Also jetzt mal for real, ne? Jeder soll aussehen, wie er will. Ist mir scheißegal. Aber ich persönlich finde so eine Frisur einfach nur schrecklich. Hi. Hallo. Darf ich vorstellen, das ist Samantha, meine neue Freundin. Das ist Samantha, meine neue Freundin. Gestern habe ich sie geflankt. Vielleicht ist sie schwanger geworden, ich weiß es nicht. Was ist das? Meine neue Freundin. Hör auf, lass mich nicht verarschen. Das ist doch Spaß. Das ist eine versteckte Kamera hier, ne? Also mit versteckter Kamera hat er auf jeden Fall recht. Guck mal kurz nach rechts, dann siehst du sie. Doch, das ist mein Ernst. Du wolltest doch, dass ich eine Freundin habe. Habe ich mir selbst gekauft zum 21. Du wolltest doch, dass ich eine Freundin habe. Deswegen habe ich mir einfach eine gekauft. Was hältst du davon? Toll! Bist du jetzt völlig Panne? Du schleppst jetzt im Ernst so ein Plastikding hierher? Was für Plastikding? Das ist meine Freundin. Du wolltest doch, dass ich eine Freundin hab. Ich finde das so geil, wie er überhaupt nicht rafft, warum das in dem Moment vielleicht ein bisschen komisch rüberkommt. Deswegen habe ich gesagt, du kannst ja deine Vorliebe haben, aber red doch wenigstens vorher mit denen drüber. What the fuck? Er kommt da hin mit dieser Puppe und sagt so, hä? Deine Reaktion kann ich jetzt absolut nicht nachvollziehen. Samantha und ich, wir lieben uns. Oh mein Gott. Also jetzt mal ohne Spaß, das ist die hässlichste Puppe, die ich je gesehen habe. Hätten wir nicht wenigstens eine bessere kaufen können. Was ist denn dieser Lippenstift? Was ist das? Will ich diese Folge wirklich weitergucken? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. At this point traue ich mich nicht. Ich muss sie vor der Welt da draußen beschützen. Wir gehören zusammen. Die Menschen verstehen das nicht. Die verstehen nicht, wie sehr sie mich liebt. Du weißt, ich kann dich jetzt da nicht mit reinnehmen. Das heißt, ich muss dich jetzt leider hinten verstecken. Kümmert man sich so um seine Freundin? Ja, leg dich hin. Carlotta schreibt, er lässt sie im Auto in der Sonne, ey. Das darf man nicht mal mit Hunden machen. Und er macht das einfach mit ihr. Shake my head. Ey, ich schwöre, stell dir mal vor, diese Puppe wird jetzt mal heißer aufgrund der Sonne und fängt dann zu brennen. Es brennt hier! Schau mal auf die Uhr, du bist schon wieder zu spät. Was ist denn los? Was soll ich machen mit dir? Wieso zu spät? Ich bin nur 5 Minuten früher da. Ich habe erst gestern gesagt, komm heute eine halbe Stunde früher. Kannst du überhaupt Uhr? Du kannst die Uhr ablesen. Echt mal. Na, kannst du die Uhr ablesen? Guck mal, das ist eine Uhr. Guck mal drauf, eine halbe Stunde früher. Ah, darauf zeigt der Zeiger, wenn es eine halbe Stunde früher ist. Wild, oder? So funktionieren Uhren, Björn. Ja, schau doch mal, der ist schon wieder zu spät gekommen. Oh nein, der Dad. Ja, zugegeben, das ist erstmal eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen Björn. Freundschaft? Entschuldigung, Frau Expertin. Ich glaube, du durchblickst hier etwas nicht. Die beiden sind zusammen. Freundschaft. Also wirklich. Und so etwas nennt sich Expertin? Björn hält es ohne seine Plastikfreundin nicht länger aus. Seine Plastikfreundin einfach. Es tut mir echt leid, dass du so lange auf mich warten musstest. Aber ich glaube, jetzt ist die Luft rein. Kiss. Oh nein, ich habe Angst. Ich habe Angst vor dem, was ich gleich sehen werde. Oh, okay, ich muss mich kurz mental darauf vorbereiten, Leute. Ich habe Angst. Der Grund, warum ich Angst habe, ist, dieses Video hat eine Altersbeschränkung. Warum? Ich weiß es nicht. Ah, bimselt er jetzt diese Puppe? Björns Chef Andreas macht eine verstörende Entdeckung. Oh mein Gott, ich habe Angst. Was ist das denn? Vor allen Dingen, warum macht er das dort? Oh mein Gott, ich check. Oh mein Gott, es ist so... Da fällt glatt mein AirPod runter. Das geht nicht. Boah, das geht nicht. Boah, das ist ja... Nee, nee, das geht nicht. Kannst du mir mal sagen, was mit deinem Sohn los? Der ist doch irre. Weißt du, was der in meinem Büro anfängt? Das wirst du mir nicht glauben, Günther. Das geht ja gar nicht, du. Nee. Der ist da mit einem Mädchen am Poppen. Da ist da mit einem Mädchen am... Poppen! Aber wenigstens hat er nicht gesehen, dass es eine Puppe ist. Der Chef hat dich gesehen. Beim Sex. Was? Nein, nein, kann nicht sein. Was? Nein. Ich hatte gar keinen. Ja. Das kann nicht sein. Ich meine, irgendwo stimmt das ja, was er sagt. Er hatte wirklich keinen Sex. Also, man kann das nicht wirklich als Sex bezeichnen. Zu mir gekommen, hat sich beschwert. Was denkst du eigentlich, was passiert, wenn ich mal... Also, ich verstehe nicht, wie hilft mir Charaktere denken, dass man sie so nicht sieht. Die gehen davon aus, nö, das würde keiner sehen. Also, denken die diesen Splinter Cell oder was? Ich hatte Sex, ja, aber es kommt nicht wieder vor. Wirklich, ich verspreche es dir. Es kommt nicht wieder vor. Ich werde
werde nie in meinem Leben wieder Sex haben. Versprochen, Daddy. War schon eine coole Nummer, hör mal. Arbeite doch nicht am Arbeitsplatz. Okay, ja, das Junge, verstehe ich, denk doch mal nach. Ich verstehe das. Junge, ich bin zwar stolz auf dich, dass du endlich eine gebimselt hast nach 30 Jahren, aber doch nicht auf der Arbeit, mein Junge. Das geht nicht. Papa, instantly neidisch. Ich glaube, der ist stolz. Er denkt sich, mein Sohn, endlich Alpha. Was? Dein Ernst? Was machst du denn hier? Dein völliger Ernst? Du Trottel, du bist einfach ein Weichei. Also erstmal, was ist das für ein schlechtes Acting? Und zweitens, was ist das für eine Awkward-Situation? Und drittens, was ist das für ein Awkward-Gespräch? Also ich weiß nicht mal, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, du hast nicht alle Latten am Zaun. Hey, schau dich doch mal an. Du Oberloser, hey. Du bist so ein Loser. Du Oberloser. Dein Ernst? Habe ich schon dein Ernst gesagt? Vor allem, warum geht denn der nicht einfach weg? Er kann doch einfach gehen. Aber er steht da die ganze Zeit und ist so, Oh, Migele, bitte hör auf. Och, Migele, das ist gemein. Migele, stopp. Migele, mach das nicht. Komm schon, bitte, geh doch einfach. Nein. Ich mach mal ein Bild. Ich hab mein Handy dabei, das passt. Nein, das mach kein Bild. Halt, stopp. Ich fühle mich gemobbt. Stopp. Das hätte funktioniert. Ich meine, wir haben es in der Schule gelernt. Der Typ hätte zu 1000% aufgehört. So habe ich es in der Schule gelernt. Beim kleinsten Fehler, bei einer Unpünktlichkeit, werde ich dich bestrafen. Jetzt habe ich was in der Hand gegen dich. Bei einer Unpünktlichkeit werde ich dich bestrafen, mein Junge. Jetzt hat Michele wirklich ein Foto von mir und Samantha gemacht. Krank. Wenn er das meinem Vater zeigt oder meinem Chef. Ich bin so im Arsch. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt, Samantha? Ach, Samantha, du bist noch viel hübscher als sonst. Ach, Freunde, ich weiß doch auch nicht mehr. Also der Dude braucht auf jeden Fall Make-up-Unterricht. Jörn, ich bin's. Ich bring dir deine Wäsche. Warte, ich mach dir gleich auf. Erwartest du Besuch? Oh, erwartest du Besuch? Du bist geschminkt. Was? Das Schminke auf dem Tisch? Ich bin noch nicht geschminkt. Bist du etwas schwul? Nein. Wie kommst du denn darauf? Bist du ein Transsexueller? Ganz bestimmt. Ich habe da Reportagen drüber gesehen. Das wäre auch gar nicht schlimm. Es ist alles besser als diese Gummipuppe. Nein. Alles, was du willst, nur nicht diese Gummipuppe. Weder schwul noch transsexuell noch sonst irgendwas. Die Gummipuppe habe ich schon längst entsorgt. Das habe ich euch doch gesagt. Ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Diese gesamte Folge macht mich sprachlos. Normalerweise, wenn ich mir so Hilf mir Episoden angucke zusammen mit euch, kommentiere ich halt viel, viel mehr. Aber ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, diese Folge macht mich einfach sprachlos. Es ist halt so dumm, dass ich einfach nichts dazu sage. Wo fängt man da an? Genau, das ist die Frage. Wo fängt man da an? Ich weiß nicht. Ich kann das nicht kommentieren, was ich da sehe. Krieg gleich ein Mädchen zu Besuch. Ein richtiges Mädchen. Ein richtiges Mädchen. Ein richtiges Mädchen aber, oder? Ein richtiges Mädchen. Okay. Okay. Aber stell sie uns schnellstmöglich vor, mach dir ich. Und meinem Vater. Mach wir ich. Freuen uns. Mach ich, wirklich. Aber okay. Bitte tu mir einen Gefallen und danke dir. Bitte. Er erzählt der Mom, jo, gleich kommt ein Mädchen, bitte geh aus dem Zimmer raus deswegen. Hä? Wie soll sie denn reinkommen? Also die Mom bekommt das doch mit, wenn jemand an der Tür unten klingelt und dann die Treppen hochläuft. Und um in diesem Zimmer zu sein. Also es ergibt einfach von vorne bis hinten kein... Ach, Mann. Dann ist diese Sache mit dieser ekligen Gummipuppe auch endgültig vom Tisch. Die Puppe hat am besten geschauspielert. True. Die Puppe hat wirklich am besten geschauspielert. Das ist eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen Björn und seiner Puppe. Ja, eine ziemlich einseitige. Und vor allen Dingen ist es ja nicht mal eine Freundschaft. Das ist meine Freundin, die habe ich mir selbst gekauft. Ach du Scheiße. Was war das? Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute.